Ladies and gentlemen, welcome to our next session, which focuses on one of our core topics at this year's ITB Berlin Convention. Über die Sicherheitsfrage. Darüber geht es jetzt. Wir gehen jetzt etwas in die Tiefe mit der nächsten Diskussion in einer Zeit der weltweiten Unordnung, so zum Beispiel zu sagen, Umwälzung, stellt sich die Reisebranche vielen Ungewissheiten. Nationalismus, Brexit, Terrorismus, regionale Konflikte prägen das Geschehen und die Reisenden sind unsicher. Die Einkaufskraft ist auch bedroht. Andererseits erleben Reisedestinationen, die als sicher wahrgenommen werden, ein unglaubliches Wachstum. Bestimmte Regionen sind resistent. Und die Fragen, die wir uns stellen, sind, erleben die Strukturen der Reisemärkte jetzt hier einen nachhaltigen Wandel? Und wie müssen sich die Anbieter, die Unternehmen aufstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Nach Jahrzehnten des sicheren Wachstums muss sich nun die Branche existenziellen Fragen stellen. Sind die Fundamente der Reiseindustrie gefährdet und besteht die Gefahr, jetzt einer Krise zu erliegen? Um einen Gedankenaustausch zu führen über diese komplexen Fragen, haben wir weltweit Experten eingeladen und wir freuen uns, dass Michael Krohns die Diskussion moderieren wird. Michael Krohns ist bei Phoenix ZDF beim deutschen Fernsehen und ist seit Jahren schon in diesem Geschäft. Er hat für bekannte Medien gearbeitet wie die FAZ, NTV, für die ARD, fürs ZDF. Darüber hinaus hat er eine Lehrstelle an der Uni Bonn und er wird uns gleich die Gäste vorstellen. Bevor wir aber einsteigen, Diskussion, möchten wir Sie zunächst einmal befragen zur Sicherheitsfrage. Gehe ich jetzt über zur deutschen Sprache, denn die Diskussion wird ja auch auf Deutsch stattfinden. Ich glaube, Sie sind informiert. So, vielleicht könnten wir schon mal die nächste Frage einblenden. Die Frage an Sie ist, was für Auswirkungen könnten die geopolitische Lage und der Terrorismus auf das Reiseverhalten der Menschen haben? Bitte geben Sie eine Antwort und drücken Sie auf dem Remote Control Device, was auf Ihrem Sitz liegt, 1, 2 oder 3. 1 bitte für die Reiselust wird reduziert. 2, die Reiselust wird nicht reduziert, die Menschen verreisen nur anders. Und 3, die Menschen gewöhnen sich bald daran, das Reiseverhalten wird sich daher fast nicht ändern. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Mit massiver Mehrheit, über zwei Drittel von Ihnen haben gesagt, die Reiselust wird nicht reduziert, die Menschen verreisen nur anders. Na, das ist ja mal eine spannende Aussage, da werden wir sehen, wie anders das Reisen in Zukunft stattfinden wird. Eine tolle These, mit der wir dann auch nachher, die wir gut diskutieren können. Meine Damen und Herren, ich darf Sie aufs Podium bitten, Herr Krohns, herzlich willkommen. Und Herr Krohns wird dann unsere Gäste gleich vorstellen. Ich ziehe mich dann zurück. Bitte schön, Herr Krohns. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ich bei der ITB hier bin. Und Sie werden sich sicherlich auch freuen, hier in Berlin zu sein. Ich bin heute Morgen aus Genf gekommen und habe beim Überflug von Berlin genau den Gedanken gehabt, den wir alle nach 2001 hin und wieder haben. Denn 2001, der 11. September, hat in unserem Bewusstsein etwas verändert. Es ist natürlich die große Frage, ob da mehr passiert ist, nämlich dass tatsächlich mehr passiert und was das für Auswirkungen hat. Das wird einer der Punkte sein, die wir gleich besprechen werden mit den Experten. Für mich ist die Reiserei natürlich aus beruflichen Gründen notwendig. Ich reise natürlich auch gerne mal in den Urlaub, selbstverständlich. Und ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, mein Reiseverhalten geändert zu haben. Das, was wir eben gesehen haben als Antwort von Ihnen, fand ich ausgesprochen spannend.
Denn es war ja im Grunde genommen die Frage, die dahinter stand, wie habe ich mein Reiseverhalten denn geändert? Was habe ich denn beim Reisen geändert? Das interessiert genau diejenigen, die hier beteiligt sind bei der ITB, nämlich all diejenigen, die mit Reisen zu tun haben, die Reisen anbieten, die im Tourismus tätig sind, und die müssen darauf reagieren. Wie sie darauf reagieren und wie sie darauf reagieren sollten, das ist etwas, was wir jetzt besprechen wollen. Ich habe mir überlegt, dass natürlich jeder, der unterwegs ist, Situationen hat, wie ich jetzt beim Überflug von Berlin heute Morgen, wo er vielleicht diesen ganz kleinen Augenblick mal hat, daran zu denken, was wäre, wenn. Aber genau das ist die entscheidende Frage. Haben wir tatsächlich etwas geändert in unserem Bewusstsein oder hat sich in der Realität etwas geändert? Ich freue mich sehr, dass Jörg Traubrot das Eingangsreferat halten wird. Er ist Krisenberater, schon seit vielen Jahrzehnten, kennt sich exzellent in diesen Bereichen aus, hat sich in sehr, sehr schwierigen und komplexen Fällen als Krisenberater betätigt und ist Ex-Oberst, kennt auch die, sagen wir mal, sehr strukturierte Administration in Krisenfällen. Ich freue mich sehr auf das Referat und bin sehr gespannt. Meine Damen und Herren, Full House, ich freue mich, ich kann Sie nicht richtig sehen, weil mir die Scheinwerfer so ein bisschen in das Gesicht das Licht werfen. Ich freue mich, dass die Frage 2 so beantwortet wurde, deswegen lache ich jetzt auch mal so ein bisschen. Man kann bei diesem Thema auch fröhlich sein, man muss nicht gleich in tiefe Trauer verfallen. Ja, dann schauen wir mal, das ist die erste Chart. Es ist eigentlich eine 1-Millionen-Dollar-Frage. Sind die Grundlagen des Terrorismus bedroht und droht die globale Reisebranche in eine Existenzkrise zu rutschen? Das ist ja fast eine dramatische Frage, nicht? Und die Betonung liegt auf Bedrohung und auf Existenzkrise. Ich möchte 2 wesentliche Bedrohungen benennen. Das sind zum einen, und das ist keine Neuigkeit, der weltweite Terror und zweitens eine ziemlich neue politische Instabilität. Beide Bedrohungen haben etwas gemeinsam. Sie sind die 2 größten aktuellen Angstmacher für die Gesellschaft und auch mit enormer Bedeutung natürlich für den Tourismus. Dabei ist die Frage, wie berechtigt ist eigentlich die Angst vor dem Terror? Bei den Anschlagszahlen, die Sie hier sehen, gibt es nämlich Erstaunliches zu berichten. In Westeuropa ist die Zahl der Anschläge, die sehen Sie hier in Rot, und die Zahl der Terrortoten verglichen mit den Zeiten der ETA und RAF in den 70er bis 90er Jahren deutlich geringer. Daran ändern auch die ca. 270 Toten des Terrorjahres 216 in Westeuropa nichts. Weltweit kamen 2015 ca. 30.000 Menschen um, doch die meisten davon, so traurig das ist, in den Kriegsländern wie Irak, Afghanistan, Nigeria und Syrien. Man sollte also annehmen, dass mit dem Stillstand von Al-Qaida in Europa und dem absehbaren Niedergang des sogenannten Islamischen Staates auch die Terroranschläge bei uns zurückgehen. Doch die Annahme ist aus 3 Gründen falsch. Zu viele ausgebildete Dschihadisten haben ihr Kampfgebiet verlassen oder gehen jetzt in ihre angestammten Länder zurück. Niemand weiß genau, wie viele. In Europa sind es mehrere Tausend. Der Präsident des Verfassungsschutzes hat gerade eben eine Meldung rausgegeben, dass wir in Deutschland mit ca. 1600 extrem gefährlichen Islamisten rechnen müssten. Die Identifizierung und die Überwachung in Europa, das haben Sie inzwischen auch in den Medien mitbekommen, ist ein ganz großes Problem. Zweitens, die Gefahr durch selbstradikalisierte Einzeltäter, die niemals im Kampfgebiet waren, ist noch schwerer einzuschätzen. Und drittens, Terroristen der neuen Generation, wir sprechen hier auch von einer Versagergeneration, operieren seit 9/11 nur noch vereinzelt und nur mit Handwaffen und Sprengstoff, nur in Anführungsstrichen. Die Low-Profile-Anschläge sind verglichen mit 9/11 leicht planbar und auch kostengünstig. Also insgesamt eine Gefahrenlage auf hohem Niveau, aber mit doch begrenzten physischen Risiken für den Einzelnen und für den Staat.
Trotzdem, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist genau umgekehrt. Die Zahlen sinken, die Angst steigt. Das hat Gründe. Terroristen greifen bevorzugt weiche Ziele an, und zwar gerne auch Touristen, sei es in Städten wie Paris, Brüssel, Nizza und Berlin oder an den Stränden von Tunesien. Das primäre Ziel ist nicht die Tötung, und das ist mir ganz wichtig, dass diese Botschaft rüberkommt, sondern unser Gehirn. Wir sollen Angst haben. Jedes Mal garantiert mediale Aufmerksamkeit weltweit. Angesichts dieses Zusammenhangs zwischen Terror und Medien bildet gerade dieses Kombinat eine ganz unheilvolle Allianz. Und zwar unser Sicherheitsgefühl ist dadurch extrem beeinflusst, denn Medien erzeugen bei Terroranschlägen durch tagelanges Berichten und Sondersendung eine Angst vor sogenannten Schockrisiken. Wie übrigens auch Politik, die Terror wahlpolitisch nutzt. Und das wiederum hat direkten Einfluss auf Urlaubsentscheidungen. Das einzig Positive an der Entwicklung ist, es tritt inzwischen eine Art Gewöhnungseffekt ein. Man weiß längst, dass es keine garantiert sicheren Orte oder Länder mehr gibt. Es hat sich inzwischen auch herumgesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, am Urlaubsort krank oder bestohlen zu werden, exorbitant höher ist, als Opfer eines Terroranschlages zu werden. Dennoch, nur ein Anschlag bedeutet für die Tourismusindustrie 5 Schritte zurück. Konkret: Es darf in diesem Jahr gerade in der Türkei, in Ägypten oder in Tunesien nichts mehr passieren. Auf dieser Karte von EXOP sehen Sie die Verlierer- und Gewinnerländer. Sehen Sie einfach mal, was Terror bewirkt. Umschichtung von Ost nach West und von Süd nach Nord. Der typische Urlauber fällt die Entscheidung über Destination auf der Grundlage der gefühlten Sicherheit, sprich, es ist eine Bauchentscheidung. Ist dieses schlechte Bauchgefühl hoch, helfen offensichtlich auch drastische Lockangebote nicht mehr. Man ist bereit, sehr viel mehr Geld in den grünen Ländern für ein gleichwertiges Angebot der roten Länder auszugeben. Und die Tourismusindustrie reagiert und ändert die Flugrichtung. Angesichts der tatsächlichen Gefährdung vor Ort erscheint dieses geradezu schizophren. Denn in den als unsicher geltenden Ländern sind die überwiegenden touristischen Regionen, so wie in der Türkei, nicht unsicherer als der Timmendorfer Strand. Auch wird sich die Szene sofort ändern, wenn ein Terroranschlag zum Beispiel in Venedig, Mallorca oder an der Algarve oder in Irland erfolgt, also in den grünen Ländern. Wie wir 2016 am Rückgang der Zahlen in Paris gesehen haben, wo 1,5 Millionen weniger Touristen nach Frankreich bzw. in Paris und Umgebung reisten. Die Welt unter Terror heißt auch, dass Länderratings für sicheren Urlaub in Zukunft nur noch eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Das ist wichtig für die Touristikmanager, die hier unter Ihnen sitzen. Kommen wir zu dem zweiten Angst- und Sorgenmacher. Mit der neuen US-Politik ist plötzlich eine große globale Unsicherheit entstanden. Wie verlässlich werden die USA in Zukunft sein? Sprechen der Präsident Trump und seine Administration eine gemeinsame Sprache? Wie real wird die Einigelung der USA tatsächlich sein? Es ist schon jetzt sehr wahrscheinlich, dass sich das Abschottungsverhalten der USA negativ auf das Reiseverhalten in die USA hinein und auch aus den USA heraus auswirken wird. Sollten Passwörter aus sozialen Medien für Einreisende abverlangt werden, sehe ich persönlich einen deutlichen Einbruch für Reisen in die USA. Gemessen an dieser neuen amerikanischen Uncertainty erscheinen Russland und China gleichsam als ruhende Pole. Europa. Die nationale amerikanische Abschottungspolitik trifft Europa zum allerschlechtesten Zeitpunkt, denn die EU ist bekanntlich in einer ihrer größten politischen Krisen. Der Brexit ist bereits schmerzhaft genug. Sollte jedoch Frankreich mit einem Exit folgen und auch die Niederlande und Italien rechtspopulistisch abdriften, dann wird das alte Europa zerfallen mit unkalkulierbaren Risiken für die Wirtschaft und Sicherheit und damit auch für den Tourismus.
Dieselbe kritische Einschätzung gilt für die Türkei. Wenn diese sich zu einem Präsidialsystem zu Lasten der Gewaltenteilung auf Kosten der Menschenrechte entwickelt. Der Nazi-Vergleich von Erdogan und seinem Außenminister löst Unverständnis und Fassungslosigkeit in Deutschland aus. Gleichzeitig wirbt dasselbe großartige Land hier auf der IDB massiv um Touristen. Quo vadis Türkei? Das Image eines Landes, meine Damen und Herren, spielt bei der Urlaubswahl zunehmend eine wichtige Rolle. Viele werden die Türkei meiden, weil sie sich in einem diktatorischen System mit islamistischer Ausprägung einfach nicht mehr wohlfühlen. Den Imagefaktor sollte man unabhängig von der Sicherheitslage nicht unterschätzen. Wie wird sich Europa entwickeln? Gerade der Tourismus ist auf Sicherheit, Stabilität und Wachstum angewiesen. Ohne diese vitalen Voraussetzungen gibt es keine Nachhaltigkeit. Worst case. Wenn Reise- und Handelsbarrieren kämen, müsste die Tourismuswirtschaft auf der Grundlage von Handels- und Zollabkommen, Visabestimmungen und unterschiedlichen Währungen völlig neu denken. Was immer passiert, 2017 ist ein globales Weichenstellerjahr, auch für den Tourismus. So, schließen wir den Blick in die politische Kristallkugel, auch für den Tourismus. Da niemand weiß, welche Länder in Zukunft noch als sicher eingeschätzt werden, Urlauber sich aber möglichst gesichert fühlen wollen, muss die Tourismusindustrie sich etwas Intelligentes einfallen lassen. Paradigmenwechsel ist ein großes Wort, aber für die Tourismusindustrie ist er meines Erachtens wirklich dringlich angesagt. Was heißt das im Einzelnen? Die Lösung kann sicherlich nicht sein, wie in der Vergangenheit allein die Richtung zu ändern. Erstens, angesichts der ständigen wechselnden Lage grundsätzlich mehr für die Reisesicherheit der Urlauber zu tun. Zweitens, Sicherheit im Tourismus proaktiv zu kommunizieren. Sicherheit für den Gast sollte als positives, sichtbares Add-on im Reisepaket verstanden und auch vermarktet werden, so wie das beispielhaft bei Studiosus der Fall ist. Sicherheit muss endlich ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette in der Tourismusindustrie werden. Das habe ich bereits im letzten Jahr hier gefordert, doch passiert ist wenig oder nichts, wie ein Blick bei den großen Branchen zeigt. Was ist eigentlich das Problem? Ist es vielleicht die Sorge der Menschen, dass Urlauber keine Security schätzen? In der Tat ist die Frage berechtigt, was kann man einem Urlauber zumuten, was nicht? Natürlich keine Schusswesten und patrouillierende Elitesoldaten, wie hier sehr schön überzeichnet im Spiegel dargestellt, dem ich im Interview sagte, was ich auch hier deutlich sagen möchte, wir sollten den Urlauber nicht unterschätzen. Die sicherheitsbewussten Menschen von heute würden angemessene, und die Betonung liegt auf angemessene, Sicherheitsvorsorge im Urlaub nicht nur akzeptieren, sondern sogar begrüßen. Zum Beispiel eine Security-Checkliste mit möglichen Risiken und Empfehlungen des Veranstalters, eine Videoüberwachung in den Hotels und eine Gepäckkontrolle, ein sicherheitsbewusstes Hotelpersonal, eine gästefreundliche, nicht martialisch abschreckende Touristenpolizei am Strand, aber geschult und natürlich auch bewaffnet. Oder eine sicherheitsbegleitende Person bei den Ausflügen. Jeder Gast sollte auf eine App des Reiseveranstalters zurückgreifen können, die ihm ortsbezogene Hilfen und Hinweise gibt, so wie das Katastrophen- und Wetter-Apps bereits heute mehr oder weniger gut oder schlecht machen. Führenden Hotels empfehle ich ebenfalls, hausinterne Safety- und Security-Apps einzuführen. Sie regeln das Verhalten des Personals in kritischen Situationen, das kann eine Evakuierung, ein Überfall, eine Entführung sein, oder liefert To-Do-Checklisten an die Gäste in verschiedene Sprachen. Den Veranstaltern sei empfohlen, an ausgesuchten Hotels mit einer Sicherheitszertifizierung zu beginnen, die die Infrastruktur und das professionelle Sicherheitsverhalten des Personals mit einschließt. Unterschätzen wir also den mündigen Urlauber nicht.
In Zeiten wie diesen will er zunehmend wissen, wie der Veranstalter im Eintrittsfall konkret agiert und welche Rechte man hat, auch was man selber einzubringen hat. Die professionelle Sicherheitsvorsorge, meine Damen und Herren, muss so selbstverständlich werden wie die Malaria-Prophylaxe. Ich empfehle den Veranstaltern weiterhin, sich von den staatlichen Reiseinformationen wie die des Auswärtigen Amtes als alleinige Messlatte zu lösen. Staatliche Stellen warnen, wenn etwas passiert, also zu spät eigentlich ist. Auch spielen diplomatische Rücksichtnahmen eine Rolle und auch nicht zu unterschätzen das Bewusstsein, dass eine Reisewarnung von amtlicher Stelle eine immense wirtschaftliche Bedeutung hat. Stattdessen sollte die Industrie auf ein Lageinformation- und Hilfezentrum für Touristen hingehen, das politische und nicht politische Quellen benutzt und auch den nicht pauschal Reisenden Unterstützung gewährt. Ein bereits vorhandenes Beispiel, die Firma Exop in Konstanz am Bodensee, sehen Sie hier und ist auch hier in der Diskussion vertreten. Ein solcher Service wäre auch eine gute Sache für den Deutschen Reiseverband und würde damit den vielen kleinen Reisebüros zugutekommen. Gerade dieses in ihrer Existenz bedrohte Marktsegment könnte sich in der Sicherheitsberatung als hilfreicher, wertiger Reiseberater profilieren. Natürlich soll dieser Lageinformations- und Hilfeservice nicht umsonst sein, aber er würde meines Erachtens so akzeptiert werden wie der Abschluss einer Reiseversicherung. Meine Damen und Herren, die Grundlagen des Tourismus sind nicht bedroht und die globale Reisebranche wird nicht in eine Existenzkrise rutschen. Und jetzt kommen zwei Wenns. Wenn erstens die politischen Rahmenbedingungen nicht völlig kippen und die Terrorgefahr nicht eskaliert. Ich denke übrigens in beiden Bereichen positiv, dass das eben so nicht passieren wird, also negativ passieren wird. Zweitens, wenn sich die Branche den Sicherheitserfordernissen proaktiv stellt und Urlaubssicherheit als Marketingtool nutzt. Nicht nur im Sinne der Produktsicherheit, sondern auch in gesellschaftlicher Verantwortung für die zumeist armen Reiseländer. Weggehen allein aus wirtschaftlichen Gründen kann und darf nicht die Lösung sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Traubot. Würde Sie direkt bitten, neben mir Platz zu nehmen. Ja, das ist genau der Punkt gewesen, den Herr Traubot am Anfang angesprochen hatte, nämlich die Frage des Bewusstseins und der tatsächlichen Zahlen der Realität. Ich begrüße Professor Michael Detling bei mir hier oben. Er ist Leitender Oberarzt an der Charité. Und bitteschön. Sie haben, ja, selbstverständlich. Sie beschäftigen sich mit dem Phänomen Angst und Furcht. Wir wissen seit Freud, dass das ein großer Unterschied ist. Mhm. Und das ist ja das, was der Tourismusindustrie so schadet. Das Gefühl, es könnte ja etwas passieren, auch wenn die Zahlen ganz anders sind, auch wenn wir tatsächlich eine reale Bedrohung gar nicht sehen. Was ist das für ein Phänomen, diese Angst, wenn ich eine Reise tun möchte, wie man das in Deutschland so nett sagt, und dann mir überlege, oh, da ist aber was passiert oder in der Region, die ist nicht so sicher, ich überlege mir das nochmal. Es kommt ganz, also ich denke generell in der Medizin, in der Psychiatrie unterscheidet man zwischen normaler Angst, die wir alle kennen, Fight and Flight, ein kleines Tier rennt vor einem großen Tier weg, überlebt dadurch. Das ist eine normale Angst, die überdauert nicht, die geht vorbei. Und das, was Sie meinen, wo also Angstsymptomatik entsteht, die zu einer Veränderung üblicher Verhaltensweisen führt. Ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich gehe nicht mehr an den Urlaubsort, wo ich bin. Da beginnt es aus psychiatrischer Sicht pathologisch zu werden, dass also Ängste überdauern, unabhängig von der Situation gesehen werden und zu erheblichen Einschränkungen im normalen Alltagsleben oder Berufsleben oder Privatleben oder halt auch Privatleben im Sinne von Urlaubsleben führen können. Da würde es also aus psychiatrischer Sicht sicher
in Richtung Pathologie gehen. Das Entscheidende ist also, es gibt normale Angst, die wir alle nachvollziehen können. Wir alle haben Angst vor bestimmten Situationen, reagieren dann vorsichtig, überlegt und nähern uns dann langsam wieder unseren üblichen Verhaltensmechanismen. Durch Rationalisierung, durch darüber nachdenken, Übung. Durch so ein Gespräch wie hier. Durch so ein Gespräch wie hier, wo Herr Traubot ganz klare Zahlen nennt, die natürlich dann spiegeln, dass bestimmte Reaktionen mit den ursprünglichen Daten über Terror in der Welt nicht in Einklang zu bringen sind, dass es da also übersteigerte Reaktionen gibt. Wenn das aber nicht der Fall ist und das überdauert und die Menschen nicht damit umgehen können, nicht rationalisieren können, ihr Verhalten nicht wieder ihrem ursprünglichen Verhalten annähern können, dann sprechen wir von einer pathologischen Angst. Und das kann dann im schlechtesten Falle zu einer sogenannten Angststörung führen, die dann wiederum therapeutischer, psychotherapeutischer oder psychopharmakologischer Hilfe bedarf. Jetzt muss also im Grunde die Tourismusindustrie sich überlegen, wenn diese Zahlen so sind, wie sie sind, und wenn Sie sagen, da ist eine Unsicherheit verbreitet durch Terroranschläge, wie man kommuniziert. Und ich begrüße deswegen sehr herzlich Peter Höbel. Krisenkommunikation ist Ihr Geschäft bei Crisis Advice. Herr Höbel, wir reden ja hier über das Phänomen oder drehen uns um ein Phänomen herum. Wir haben jetzt gerade aus zwei Perspektiven das berichtet bekommen, was die Tourismusindustrie beschäftigen muss, viel intensiver beschäftigen muss, als das offenbar bisher der Fall gewesen ist. Herr Traubot hat darauf hingewiesen, er hat das letztes Jahr auch schon einmal vorgebracht mit bestimmten Vorschlägen. Ist das unangenehm für die Tourismusindustrie oder warum beschäftigt die sich nicht mehr damit? Also ich teile die Ansicht nicht, dass sich die Industrie nicht ausreichend damit beschäftigt, weil es auch nicht die Touristikindustrie gibt. Wenn wir von Krisenkommunikation sprechen, dann ist ja die Frage, wer macht die für welche Zielgruppe? Also ein Zielgebiet, das beispielsweise betroffen ist oder gemieden wird, hat eine ganz andere Aufgabenstellung, auch in der Kommunikation, als beispielsweise ein Touristikkonzern, der, wie die Eingangsfrage heute ja eindeutig gezeigt hat, das Interesse hat, er will den Kunden behalten und ob er einen Menschen, der Sonne, Sand und Meer möchte, nun in die Türkei schickt oder nach Portugal, das ist dem Großveranstalter erstmal ziemlich egal, solange den Kunden nicht verliert und solange die Kunden reisen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, weichen Sie aus. Heißt also, ich muss Botschaften adressieren, weil eine alte Kommunikationsregel ist, es kommt nicht auf die Tatsachen an, es kommt auf die Meinungen über die Tatsachen an. Und Krisenkommunikation betreibt in erster Linie Schadensbegrenzung. Also wenn wir Krisenkommunikation für das Land Türkei machen, oder das Land Türkei darüber nachdenkt, wie kriegt es die Kunden zurück, ist das eine ganz andere, als wenn eine TUI oder ein Thomas Cook darüber nachdenkt. Sven Weiland darf ich begrüßen. Herr Weiland ist Chef von Expo. Das ist eine Firma, die sich damit beschäftigt, Kriseneinschätzungen zu geben. Und wir haben eben gehört, dass Kriseneinschätzung zwar vom Auswärtigen Amt kommt, aber im Zweifelsfall vielleicht nicht ganz so konkret und detailreich ist, wie sie sein müsste. Und im Zweifelsfall auch manchmal ein bisschen zu spät kommt. Was ist Ihre Idee, diese, sagen wir mal, Krisenkommunikation oder diese Warnungskommunikation zu professionalisieren auf privater Basis? Also in Unternehmen, vor allem im Bereich der Geschäftsreise. Das heißt, Unternehmen haben ein Interesse, Geschäftsreisen möglich zu machen und benötigen hierfür feinere Instrumente als die des Auswärtigen Amtes. Die Meldungen des Auswärtigen Amtes, auch die Informationen, die dort bereitgestellt werden, sind vor allem diplomatischer Natur, beziehungsweise diplomatisch geprägt, aber auch wirtschaftlich geprägt. Das sind keine Instrumente, mit denen ein Unternehmen arbeiten kann. Ein Land ist auch niemals per se gefährlich oder nicht gefährlich, sondern ein Land unterscheidet sich natürlich regional. Das heißt, eine granulare Unterscheidung, eine detaillierte Betrachtung verschiedener Risiken in einem Land ist wichtig.
Können Sie das ein bisschen genauer noch spezifizieren, was Sie da machen? Sie haben etwas vorbereitet für uns, um das... Können wir vielleicht die erste Slide noch sehen? Damit wir uns das mal anschauen können. Vielleicht können Sie, können wir zusammen hier uns diese Karte mal anschauen. Das ist eine Risikoeinstufung, die Sie gemacht haben. Wenn Sie das mal ein bisschen noch erklären können. Sehr, sehr gerne. Was wir hier sehen, ist letztlich ein tagesaktueller Auszug aus einem Länderinformationssystem, das wir bei uns permanent in Echtzeit arbeiten. Und es ist der Versuch, eine relativ komplexe und auch dynamische Welt messbar zu machen. Wir arbeiten hier in vier verschiedenen Kategorisierungen. Sie sehen, pro Land gibt es nur eine Farbe in der Realität. Das hatte ich eben gesagt, das ist tatsächlich vollkommen anders. Das ist relativ durchmischt. Aber es ist letztlich die Darstellung und die Möglichkeit oder der Versuch der Möglichkeit, mit Risiken umzugehen. Das heißt, hinter diesen vier Farben, die Sie sehen, von grün niedrig bis extrem rot, liegen eine ganze Reihe von verschiedenen Subrisiken, zum Beispiel zivile Unruhe, bewaffneter Konflikt, Kriminalität, medizinische Risiken und eine ganze Reihe von Indikatoren, die letztlich zu so einer Einstufung führen. Das, was mir jetzt erst einmal sehr stark auffällt, ist, wie viel grün und wie viel, sagen wir mal, gelblich da ist. Das heißt, der Großteil ist mal erst nicht in der Risikoeinstufung hoch und extrem. Das ist ja eine Sache, die durchaus mit den Aussagen von Herrn Traube zusammentrifft. Das Bewusstsein, die Sorge ist größer als die Realität, das wiedergibt. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also dieses Thema Angst, wir haben ja einen Experten hier heute dabei, ist ja eine sehr, sehr subjektive Einschätzung, die häufig auch damit zusammenhängt, dass, ich sage mal, persönliche Empfindungen vielleicht überzeichnet werden, aber vielleicht auch, dass Informationen fehlen. Und deswegen ist dieses Thema Bereitstellen von Informationen, von tatsächlich faktisch, real bewerteten Informationen, aus meiner Perspektive auch so wichtig. Okay, dann setzen wir uns mal wieder. Herr Traubert, wenn wir Ihrem Referat mal folgen und sagen, da muss man was aufbauen, da muss man eine Struktur schaffen, wie könnte die ganz konkret aussehen? Wenn ich als Reisender ins Reisebüro komme, wie sollte ich im Hinblick auf Sicherheit betreut werden? Ja, es ist ein Unterschied, ob man als Einzelreisender seinen Vertrag mit einem Reisebüro vielleicht macht, dass diese Reise verkaufen möchte, aber wirklich kein Sicherheitspaket anbieten kann, oder ob man mit einem größeren Konzern fliegt oder fährt, der natürlich eine ganz andere Kraft hat, zum Beispiel Kulanzfragen zu regeln. Es braucht ein System, in dem die deutsche Reiseindustrie, und das empfehle ich übrigens auch für andere Länder, national zusammenwächst und wirklich sagt, wir stellen hier ein Kriseninstrument zur Verfügung, das wird auch bezahlt und von dem auch der Einzelreisende profitiert, der eben in ein Reisebüro geht. Ja, und ich habe eben den Deutschen Reiseverband angesprochen, der eigentlich schon eine ganze Menge macht, aber eine sehr niedrige Grenze hat, die dann eben überschritten wird, wenn es wirklich eine Evakuierung gibt und wenn er darauf angewiesen ist, was das Auswärtige Amt sagt. Was ich vor allen Dingen beklage, ist, das Auswärtige Amt unterscheidet, ja, machen gute Arbeit, aber sie unterscheiden eben zwischen einem Reisehinweis und einer Reisewarnung. Und erst wenn diese Reisewarnung ausgesprochen wird, dann geht die rote Lampe an, dann treten auch Versicherungen in Kraft. Und das ist einfach zu pauschal. Denn es gibt ganz andere Probleme als eine Reisewarnung. Und deswegen finde ich das hervorragend, wenn es einen analytischen Stab gibt, an dem viele profitieren können, ja, und wo das Sicherheitsgefühl dann eben auch auf einer grundsätzlichen Datenbasis besteht. Ja, klar, so klar. Wenn wir dieses Instrument, Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nutzen, wenn man sich... Okay. Wenn wir das Instrument der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nutzen, wenn wir uns Ereignisse, sicherheitsrelevante Ereignisse in der Welt anschauen und mal auswärtige Ämter verschiedener Länder vergleichen, dann werden wir sehen, dass in der Regel für ein relevantes Ereignis verschiedene Einschätzungen gegeben werden und doch das, ich sag mal, der Schwellwert, bevor eine Warnung ausgesprochen wird, auch unterschiedlich hoch ist. Das ist ein weiterer Grund, der letztlich belegt, aus meiner Perspektive, dass dieses Instrument schwer nutzbar ist für diese Art von Steuerung. Wenn wir eben gesprochen haben und Sie haben gesagt, die tun eigentlich schon eine ganze Menge, dann haben wir
einen gewissen Gegensatz hier, weil Herr Traubert sagt, da muss noch ganz anderes getan werden, damit der Urlauber auch das Gefühl nicht nur hat, sicher zu sein, sondern auch tatsächlich sicher ist. Auf die konkreten Beispiele vor Ort kommen wir gleich noch. Aber wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, auch einmal deutlich zu machen, wo sich Reiseveranstalter zum Beispiel oder vor Ort diejenigen, die die Touristen vor Ort haben wollen, gut und schlecht verhalten, also so eine Art von Positiv- und Negativliste aufzustellen? Problematisch. In dem Vortrag hat Herr Traubert ja vorhin beispielsweise Studiosos genannt, als Beispiel, die auch sehr offen über Risiken sprechen. Da muss man aber auch die Kundenzielgruppe sich genau anschauen. Das sind in der Regel gebildete Menschen, sind Vielreisende, die reisen in Zielgebiete, die teilweise sehr extrem sind. Das ist eine ganz andere Zielgruppe, als mit dem Massentourismus zu tun haben, wo beispielsweise Familien versuchen, Risiken zu minimieren. Vater, Mutter, zwei Kinderchen, die wollen Sonne, Sand, die werden versuchen, Risiken zu minimieren. Die werden sie meines Erachtens so nicht adressieren können wie den Studienreisenden, auch mit der Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, wenn da das Thema Risiko überproportional diskutiert wird, dann wird ausgewichen. Und das sehen wir zum Beispiel sehr stark an den exorbitant steigenden Zahlen im Inlandstourismus, wenn ich das richtig im Kopf habe, 55% Zunahmen von Leuten, die einfach sagen, dann fahren wir halt nicht ins Ausland, dann fahren wir an die Ostsee. Und deswegen muss man wirklich sich anschauen, die Kommunikation zielgruppenspezifisch zu machen. Und es sitzen meines Erachtens in den Unternehmen durchaus Leute, die Ahnung haben, und wir müssen unterscheiden zwischen Marketingmaßnahmen und wir müssen unterscheiden, ob wir Krisenkommunikation betreiben, die fast immer in der Nachschau ist. Das heißt, Wertschätzung zeigen für den Kunden, aber ich warne auch davor, Placebos zu verteilen, jemanden in einer trügerischen Sicherheit zu wiegen. Alle die Maßnahmen, die Herr Traubert von aufgezählt hat, sind richtig und sind Mosaiksteine, keine Frage. Aber alle diese Maßnahmen werden nicht verhindern, dass es irgendwann irgendwo Anschläge gibt und dann wird der ganze Strom umgeleitet. Ich darf daran erinnern, ganz kurz noch, vor 3-4 Jahren oder ein bisschen davor war die Türkei der große Profiteur von solchen Umleitungen. Nach ETA-Anschlägen ist kein Mensch mehr nach Mallorca gefahren, die Leute sind in die Türkei. Nach Anschlägen in Tunesien sind die Leute in die Türkei ausgewichen. Und jetzt ist es eben umgekehrt. Jetzt fahren sie nicht in die Türkei, jetzt fahren sie wieder nach Griechenland. Also von daher ist das permanent und ständig in Bewegung und das muss natürlich kommunikativ begleitet werden. Herr Traubert, dann hätte ich. Ja, meine Botschaft ist auch nicht, dass das eine ganz und gar nicht klappt und das andere viel besser klappt, sondern ich knüpfe an Herrn Kornblum, der heute vor einer Stunde, gut einer Stunde gesagt hat, wir gehen auch, was das Reisen anbetrifft, in eine digitale Zeit rein. Wenn Sie sehen, wie die Menschen praktisch mit dem Smartphone vor dem Gesicht durchs Leben gehen und das hat mit Studiosos nur begrenzt was zu tun, dann wollen die einfach informiert sein. Und dieses Informationsinteresse, das muss von der Tourismusindustrie bedient werden. Und es ist relativ einfach, das zu bedienen. Ich habe einige Apps genannt. Ich sehe aber diese Entwicklung überhaupt nicht. Also wer die europäische Fußballweltmeisterschaft in Frankreich miterlebt hat, der hat gesehen, dass zum ersten Mal ein Land sich bemüht hat, in einer App Sicherheitsgefährdung bezogen auf die lokale Position des Zuschauers herauszugeben. Und so etwas, das muss passieren. Das kostet relativ wenig. Der Urlauber fühlt sich nicht in einer scheinbaren Sicherheit, sondern wie gesagt, er ist mündig, er kann selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und dieser Paradigmenwechsel, den meinte ich, dass man dieser Art von Security als Marketingvorteil in der Wertschöpfungskette nutzt. Ich kann Herrn Traubert aus meiner Sicht nur zustimmen, man muss auch mal die
die Antworten dieser drei Fragen, die zu Beginn der Podiumsdiskussion gestellt wurden. Und Frage 2 war ja mit 67% um die 68% am häufigsten gedrückt. Das, denke ich, ist schon ein bisschen ein Problem der Tourismusindustrie, nach dem Motto, wir haben so viele Länder, dann gehen die Leute halt woanders hin. Vor solchen Reaktionen würde ich warnen. Es gab noch nie Umfragen in Deutschland, die wie jetzt 2016 von der R&V-Versicherung belegt haben, dass die Ängste der Deutschen zum ersten Mal zu 73% reale Angst vor Terrorismus ist. Egal, ob der nachvollziehbar ist, egal, ob der mit den Daten übereinstimmt. Die Angst ist da, vor der Angst um die eigene körperliche Gesundheit, vor der Angst vor Arbeitslosigkeit. Von daher wage ich zu bezweifeln, dass das ein Thema ist, das in 2-3 Jahren dann schon weggehen wird. Man muss sich auch mal schauen, ich habe mich in Vorbereitung dieser Podiumsdiskussion, weil Tourismus nun nicht mein erstes Fachgebiet ist, mal geschaut, was in großen Datenbänken überhaupt an seriöser psychologisch-psychiatrischer Forschung in Tourismus und Psyche, nicht mal Psychopathologie, also nicht mal krankhaft veränderte Psyche, sondern ganz normale Psyche, wie die Ihre und die meinige, was es da überhaupt für seriöse Untersuchungen gibt. Das geht gegen null. Das heißt, das ist sicher ein Thema, das bisher noch nicht ausreichend genug beachtet wurde. Und wenn ich dann noch weiß, dass, das weiß man aus der Sozialpsychologie schon sehr lange, es gibt einen Herrn Maslow, der hat eine sogenannte Bedürfnishierarchie erstellt. Und diese besagt, dass die Grundlage dieser Pyramide, das sind ganz oben in der Pyramide soziale Interaktionen, Selbstverwirklichung, Abenteuer, tralala, aber die Grundlage ist die Gesundheit, die körperliche Gesundheit, und die zweite Grundlage ist die Sicherheit. Ohne die beiden Dinge wird es ganz schwer, die im Tourismus natürlich, die ja natürlich nach der Motivation der Leute, der eine will Selbstverwirklichung in Asien, der andere will studiöses Reisen machen, aber ohne körperliche Unversehrtheit, also Gesundheit und ohne das Gefühl der Sicherheit geht nach Lehre der Sozialpsychologie gar nichts. Was ist dann mit zum Beispiel der Vor-Ort-Versorgung, die Sie gefordert haben, das heißt bis hin zur Tourismuspolizei, mit dem Gefühl der Menschen. Ist das ein Gefühl, was Menschen beruhigt, oder ist das ein Gefühl, wo Menschen erst einmal merken, meine Güte, da gibt es ja sogar Sicherheitsleute am Strand, die da rumstehen, im Zweifelsfall furchtbar schwitzen müssen, die mich hier schützen, dann ist doch die Gefahr real. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Nehmen wir einen Strand, an dem die Touristenpolizei schwer bewaffnet vorne am Wasserrand langläuft, das geht überhaupt nicht. Da fühlt sich niemand in seinem Liegestuhl wohl. Aber wenn Sie zum Beispiel an einigen spanischen Stränden sind, dann sehen Sie, dass an der Mauer zum Strand hinten durchaus bewaffnete Polizei da ist. Die sind hervorragend vernetzt, unsichtbar. Übrigens in Tunesien wird die Situation sehr, sehr viel besser. Die tun ganz, ganz viel für Sicherheit zurzeit. Und ich bete, dass also dort jetzt nichts passiert, damit es da keinen Rückfall gibt. Also es kommt auf die Art und Weise an, wie man das macht. Die Urlauber werden das am Ende akzeptieren, aber an der Stelle bitte ich Sie alle auch nochmal darüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht überhaupt in einer Art Opferrolle sind. Wenn Sie die täglichen Nachrichten hören von der Politik, dass Sie in einer extrem gefährlichen Lage sind, das können Sie einmal hören, das können Sie dreimal hören, aber irgendwann werden Sie müde daran. Da muss sich doch jeder gebildete Mensch fragen, wem nützt es? Warum wird das gesagt? Wollen wir mehr Polizei haben? Will man vielleicht Militär im Inneren haben? Haben wir zurzeit Wahlen, wo jede Partei im Grunde genommen auf Sicherheit anspricht? Und allein diese Thematik, also die Medienvermarktung und auch die politische Vermarktung, sorgt dafür, dass der Einzelne wirklich ein Unsicherheitsgefühl hat. Und dann kommt diese krasse Situation zustande, dass das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und das meine ich, das sollte man auch wirklich kommunikativ nach draußen bringen. Wir haben es leid, wir haben es satt, immer wieder über diese gefährliche Welt zu reden. Der Terror hat eine bestimmte Dimension, aber weder Deutschland noch England
nach Frankreich ist durch den Terrorismus existenziell gefährdet und schon gar nicht der Tourismus. Darf ich hier noch was ergänzen? Es gibt ja an sich auch Beispiele. Beispielsweise Thailand hat vor meines Wissens rund 35 Jahren bereits eine spezielle Touristenpolizei eingeführt. Da fühlt sich niemand bedroht. Im Gegenteil, das sind Anlaufstellen. Da weiß man, die sprechen die Sprache, die verstehen einen, die tun was, die helfen. Und Thailand ist beispielsweise auch so ein Land, ist auch ein Phänomen. Auch dort gibt es Terroranschläge im Süden. Mir ist nicht bekannt, dass das den Tourismus in nennenswerter Weise, in irgendeiner Weise in Thailand beeinträchtigt hätte. Und seit ich das Land kenne, und das ist schon eine ganze Weile, finden da regelmäßig irgendwelche Putsche, Aufstände, politische Auseinandersetzungen statt. Hat den Tourismus auch nicht so beschädigt, wie das jetzt teilweise in näher gelegenen Destinationen der Fall ist. Also das heißt, das ist durchaus auch ein Phänomen, das ist die Frage. Und da bin ich bei dem Punkt, das ist natürlich eine sehr theoretische, der Philosoph Sloterdijk hat mal gesagt, wir würden den Terror von einem Tag auf den anderen beseitigen können, wenn wir die Schweigewaffe hätten. Das heißt tatsächlich, durch die permanente Berichterstattung, insbesondere jetzt auch durch die sozialen Medien, werden Ängste geschürt und Risiken überbewertet, die von der Eintrittswahrscheinlichkeit her überhaupt nicht vorhanden sind. Ja, wir wollen keine Mediendiskussion jetzt führen, aber das ist natürlich auch ein ganz großes, nein, das ist ein ganz großes Problem für uns. Wir können ja nun nicht sagen, wir berichten darüber nicht, um die Leute zu beruhigen, dann sind sie erst recht unruhig darüber, haben auch Recht dazu. Aber weil wenn Sie doch sehr dezidiert und sehr detailliert sich anschauen, was ist in Ländern los, wie hoch ist das Risikopotenzial, und ich mir auf Ihrer Karte doch Länder angesehen habe, wie zum Beispiel Frankreich, Paris. Paris leidet noch immer massiv unter den ganz, ganz starken Rückgängen im Tourismus. Wie genau können Sie denn mit Reiseveranstaltern zum Beispiel überlegen, wie kommt man zusammen, kann Tipps geben, kann Hinweise geben, bis hin zu den Apps, die Herr Traubot vorschlägt. Wie aufnahmefähig ist denn die Reiseindustrie oder sind die Tourismusveranstalter bei so etwas? Komplexe Fragestellung. Komplexe Fragestellung, weil es natürlich verschiedene Reisedienstleister gibt. Es gibt also große Konzerne, die über entsprechende Kapazitäten verfügen. Es gibt kleine Reisedienstleister, kleine Reisebüros, die das vielleicht nicht haben. Und es ist vorhin im Vortrag das Wort angemessen gefallen. Ich würde das Wort angemessen gerne ergänzen durch zielgruppenadäquat und effektiv. Das ist aus meiner Sicht extrem relevant. Und wenn Sie auf Paris oder auf Frankreich anspielen, dann leidet auch Belgien immer noch unter einem Touristen- oder einem Tourismusrückgang, der letztlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, überzeichnet ist. Also diese Angst ist halt sehr, sehr subjektiv. Das Risiko ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht höher als in Deutschland. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man dort bereitstellen könnte. Und ich hatte vorhin gesagt, aus meiner Perspektive wäre es wichtig, Informationen präventiv, proaktiv bereitzustellen und nicht nur zu reagieren im Krisenfall, was viele Veranstalter heute tun und das als Referenzbeispiele nutzen, indem sie sagen, wir haben Reisenden nach dem und dem Vorfall so und so schnell evakuiert und waren so und so kulant, sondern Ich bin da ganz bei Herrn Traubot. Ich glaube, wir sollten Reisende nicht unterschätzen. Das sind intelligente Menschen. Es gibt natürlich auch nicht den Reisenden, sondern auch das ist sehr, sehr stark differenziert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schaden würde. Und die Ergebnisse aus dem Geschäftsreisebereich gibt es ja. Reisende zu informieren mit zielgruppengerechten Informationen zu gewissen Ländern, zu vorliegenden Risiken und auch zu entsprechenden kontextadäquaten, also auf das Land und auf das jeweilige Risiko passenden Verhaltensempfehlungen. Ich habe in meinem früheren Leben Menschen, die entführt wurden, da habe ich geholfen, die wieder mit nach Hause zu bringen. Und dafür wurde ein Response-Team gebildet. Und wir haben alles getan, um den Menschen in Not draußen zu helfen. Jetzt meine Frage an Herrn Weiland. Wäre es nicht möglich, dass außerhalb der Information Reisesicherheit und Betreuung der Gäste auch eine Art Crisis-Response-Fähigkeit da wäre, wie TUI das zum Beispiel macht, die dann Teams nach draußen schicken und auch psychologisch betreuen,
dass eben insgesamt die Reisewirtschaft von einem solchen Service profitieren könnte, der wiederum nicht kostenfrei ist, wo aber ein solches Zentrum eben auch nicht nur präventiv, sondern auch reaktiv agieren kann. Könnte das ein, wäre das vorstellbar? Das ist absolut vorstellbar und das findet heute im Geschäftsreisebereich auch statt. Das heißt, Unternehmen, die wir betreuen, haben natürlich auch diese Anforderung, nicht nur informiert zu werden präventiv, sondern wenn es ein Ereignis gibt, auch ganz konkrete Unterstützung zu erfahren. Das wird dann aber auch sehr, sehr schnell eine betriebswirtschaftliche Frage. Das heißt, wir sprechen hier von entsprechenden Volumina, das heißt, es gibt eine entsprechende Anzahl von Reisenden in Deutschland. Und es gibt auch prozessuale Fragen, zum Beispiel Daten, das heißt, wie viele Reisende sind an welchem Ort zu einer Zeit, um entsprechende Kapazitäten vorhalten zu können. Das heißt, die Fragestellung ist absolut berechtigt, das ist absolut möglich. Aber es wird dann sehr, sehr schnell sehr, sehr komplex, wenn man anfängt, das Thema in die Tiefe zu beleuchten. Aber möglich. Also dieses Lagezentrum, dieses Krisenlagezentrum ist sicherlich eine Sache, Sie haben es jetzt gerade nochmal angesprochen. Was gibt es denn nach vorne schauend und über dieses offenbar falsche Bewusstsein hinwegschauend, was wir alle haben als ungutes Gefühl? Was gibt es da konkret, Herr Hübel, was man in Zukunft machen könnte, erwarten könnte, auch was technische Dinge anbetrifft? Wir haben uns alle an Kameras gewöhnt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir heute Morgen eine halbe Stunde standen in Genf, um endlich mal durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Es meckerte aber keiner mehr, weil wir alle irgendwie das Gefühl haben, es muss halt so sein. Was kommt da denn noch an Möglichkeiten auf uns zu, die das alles sicherer machen und uns auch das Gefühl noch stärker geben können, wir sind in Sicherheit? Ja, wie Sie jetzt gerade wieder sagen, das Gefühl der Sicherheit, es wird niemand eine hundertprozentige Sicherheit garantieren können. Und alle die Maßnahmen sind richtig, auch damit ich da auch nicht missverstanden bin, ich spreche da nicht dagegen. Aber der entscheidende Punkt ist, und das weiß die Tourismusindustrie und die hat in den letzten Jahren auch sehr viel gemacht, muss man auch sagen. Der entscheidende Punkt ist, wenn etwas passiert ist, dann erwartet der Gast schnelle Hilfe, umfassende Hilfe, Wertschätzung und Betreuung. Das sehen wir immer, wenn Zwischenfälle waren. Nehmen Sie den German Wings Absturz, dann wird eine Fluggesellschaft daran gemessen, wie gut sie sich um die Hinterbliebenen kümmert. Wenn der Tsunami in Südostasien war, dann werden die Reiseveranstalter daran gemessen, wie sie sich um die Gäste kümmern, um die Rückkehr und um die Betreuung und auch um die psychosoziale Betreuung. Das sind entsprechende Maßnahmen auch von Krisenprävention, die unabdingbar sind und da ist sehr viel gemacht worden, ist auch sehr viel gelernt worden. Ich warne davor, sich ausschließlich jetzt mit diesem Phänomen Terror zu beschäftigen. Das ist im Moment ein wichtiges, aber ich würde eher vom generellen Reiserisiko sprechen. Es ist richtigerweise gesagt worden, wir haben Verkehrsrisiken, wir haben Gesundheitsrisiken, wir haben Naturgefahren und wir haben eben auch Sicherheitsbedrohungen durch beispielsweise normale Kriminalität, Straßenkriminalität, Überfälle und wir haben Terror. Das ist ein Mosaikstein in einem Gesamtbild. Und dass wir natürlich alle modernen Mittel nutzen, ist gut und richtig. Gleichzeitig kommen wir aber nicht umhin, auch wenn Sie das vorher natürlich ein bisschen schnell, auch vielleicht pro domo als Journalist abgewehrt haben. Wir kommen auch nicht umhin, um eine Medien- und Kommunikationsdebatte, ob hier nicht bestimmte Risiken überbewertet werden und deshalb auch entsprechend sich in den Köpfen verankern. Und da sind wir bei Fluch und Segen der sozialen Medien. Die können sehr wohl genutzt werden für Checklisten, für Aufklärung, für Hinweise, wenn was passiert. Die sind aber gleichzeitig auch, wie ich es immer nenne, kommunikative Brandbeschleuniger, weil sie dazu beitragen, die Panik zu erzeugen und zu schüren. Und da müssen wir auch dazu sehen, wie wir davon wegkommen. Und das kann nicht eine Branche allein leisten. Also Höbel, wir machen jetzt keine Mediendebatte, sonst dauert das noch ziemlich lang. Aber wenn hier die Damen und Herren nicht mehr sitzen und wir noch diskutieren, ich kann mich erinnern, bei den Anschlägen in Brüssel hatte ich so eine Sicherheitsmeldung rausgegeben über Facebook. Und ich war sehr überrascht, dass so viele mir dann sofort zurückschickten, mein Gott, gut, dass es dir gut geht, weil ich mitten in dem europäischen Zentrum war. Das heißt aber, wir haben doch
sozusagen auch wie in der politischen Diskussion im Augenblick eher das Problem, dass die offiziellen Medien in Anführungsstrichen eine Berichterstattung machen. Wir können über die Details sicher diskutieren, aber dass die sozialen Medien die Brandbeschleuniger sind. Das sind diejenigen, die Angst verbreiten, die auch Blödsinn verbreiten und das in großem Maße. Herr Detling, ganz kurz, wir müssen sozusagen die Abschlussrunde jetzt machen. Haben wir denn eine Chance, dass Menschen sich in einem positiven Sinne daran gewöhnen, dass wir Menschen mit Risiken leben müssen und diese Risiken eben auch bei einer Reise auftreten können und dass wir im Zweifelsfall nicht mehr, so wie wir es eben an der Grafik von Herrn Traubert gesehen haben, plötzlich eine Riesenvölkerwanderung von Ost nach West vollziehen und Länder, denen der Tourismus gut tut und die sind, die im Prinzip auch gut für Touristen sind, und plötzlich verlieren, nur weil ein Anschlag da passiert ist. Gibt es da eine Bewusstseinsänderung auf Dauer? Da wäre ich sehr skeptisch, meiner Meinung nach. Ich denke, das ist in Abhängigkeit und das zeigen sicher sehr viele Daten. Wir sprachen ja auch vorab schon darüber, wie häufig tritt ein Terroranschlag in einem bestimmten Land auf, wie lange dauert es, bis diese Ängste, die dazu geführt haben, dass der Tourismusstrom etwas abbricht. Das sind ungefähr 3 bis 5 Jahre bei einem einmaligen Anschlag. Ich glaube aber, dass wir leben ja alle in einer veränderten Welt. Und ich denke, die letzten 10 Jahre, und ich würde auch denken, die nächsten 10 Jahre, wird sicher Terrorismus ein ganz, oder die Effekte, die Terrorismus in unseren Köpfen, wie Herr Traubert verursacht, induziert. Das wird sicher auch die nächsten Jahre noch eine große Rolle spielen. Und trotz aller Aufklärung, trotz aller Darstellung der realen Zahlen, ist es natürlich so, dass Terrorismus im Gehirn bestimmte Dinge bewirkt, zum Beispiel, dass Wahrscheinlichkeiten nicht mehr realistisch eingeschätzt werden. 9-11-Flugzeuge, Leute fliegen nicht mehr, sondern fahren im Auto als Reaktion, nicht einschätzen, dass Autofahren wesentlich gefährlicher ist, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Solche Dinge, da zieht der Terrorismus, und das meinten Sie ja, Herr Traubert, genau in die Gehirne der Menschen rein. Und ich glaube, dass das seine Zeit dauern wird, bis daran eine Gewöhnung sich einstellen muss. So. Unschön das ist, das immer auf einen ganz kurzen Punkt zu bringen. Herr Weiland, die 3 wichtigsten Elemente, die umgesetzt werden müssten, damit der Terrorismus, damit die Angst im Bereich des Tourismus nicht existenzgefährdet ist. Schwierig. Ich glaube, Bewusstseinsänderung, das wurde im Vortrag schon angesprochen, das wird ein langfristiger Prozess werden. Das Thema Prävention und vielleicht auch das Thema Realismus. Das heißt, Dinge nicht überzeichnen, sondern versuchen, Referenzwerte zu finden, realistisch Risiken bewerten. Unter dem Kommunikationsaspekt, was müsste passieren, was sollte passieren, was die Existenzbedrohung abwehren könnte? Ich sehe die Existenzbedrohung nicht, das zeigen auch die Zahlen. Es wird gereist, es wird weiter gereist, es wird vielleicht woanders hingereist, es wird vielleicht anders gereist. Ich würde den Begriff realistisch aufgreifen. Jeder verantwortungsvolle Veranstalter und jedes Zielgebiet muss sich heute auf Anschläge vorbereiten, und das gehört zur Prävention. Auch eben die Fürsorge, die Betreuung, sich um die Gäste kümmern. Und das ist ein Großteil dieser Schadensbegrenzung, die dann auch dafür sorgen wird, dass diese sogenannte Recovery-Zeit, also zur Wiedererholung, deutlich kürzer ausfällt als in Ländern, in denen eben diese Betreuung nicht stattfindet. Das ist meines Erachtens das Wichtigste, und jeder in dieser Branche, egal ob als Hotelanbieter, als Fluggesellschaft, als Zielgebiet oder als Veranstalter, muss sich auf Anschläge real vorbereiten, auf Zwischenfälle vorbereiten, und das ist das Wesentlichste aus meiner Sicht, und da passiert einiges, aber das kann man sicher verbessern. Herr Detling, Sie haben eben gesagt, das Bewusstsein wird man nicht verändern können, und das hat auch so einen Latenzwert, also das dauert einfach, bis man wieder das Gefühl hat, da ist vielleicht ja dann doch Ruhe und da kann ich hinreisen. Was können denn diejenigen aus der Tourismusindustrie tun, um ja eine gewisse auch begründete Beruhigung herzustellen, vielleicht die wichtigsten Punkte? Also
Es wäre, glaube ich, schon viel gewonnen, wenn die Tourismusindustrie die Gleichrangigkeit, wie ich vorhin sagte, in dieser Bedürfnishierarchie, warum tun Menschen, was sind die Motive von Menschen zu verreisen, wenn sie nicht nur darauf achten würden, dass eine erstklassige medizinische Versorgung an der Destination vorliegt, Gesundheit der Menschen, sondern dass genau das Gleiche, ein transparentes, ein offenes Sicherheitskonzept dort vorhanden ist. Ich glaube, das wäre schon mal ein ganz großer Schritt, also schon in die Richtung, was die beiden Herren rechts sagen. Ich halte das für wichtig, weil es ein, wie gesagt, nachgewiesenermaßen ein Grundmotiv der Menschen ist. Traubert, die drei wichtigsten Punkte, die umgesetzt werden müssen. Ich habe nur zwei. So wenig. Ich wünsche der Sicherheitsindustrie, dass sie, der Tourismusindustrie, dass sie Sicherheit proaktiv, wie ich eben im Vortrag gesagt habe, in das gesamte Handlungskonzept reinnimmt. Und zweitens wünsche ich der Industrie mehr Mut. Ich habe mich darüber gefreut, dass die Europa wieder nach Tunis gegangen ist. Das hat eine Riesenwelle ausgelöst. Das wird auch Herrn Link freuen, der die Industrie dort berät. Das brauchen wir. Wir brauchen wieder mehr Mut. Wir müssen nicht gleich wieder gehen. Wir brauchen Mut. Wir müssen Zeichen setzen. Denn wie ich das eben gesagt habe, die Länder haben es einfach verdient, dass der Tourismus so schnell wie möglich wieder zurückkehrt. Meine Herren, darf ich mich sehr herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich glaube, das war ein wichtiger Anstoß. Dankeschön.